In diesem Video werde ich euch alle Steine zeigen, die es im Einzelteileverkauf der Lego-Fabrik gibt. Als erstes hätten wir ganz viele Lego Basic Steine, 2x4er in vielen verschiedenen Farben, rot, hellgrün, dunkelblau, dann haben wir hier auch noch gelb, hellblau und Dark Tan, also hier gibt es wirklich viele Farben, da habt ihr wirklich ganz viel Auswahl. Dann hätten wir hier auch noch ein paar spezielle 1x2 Plates und hier halt normale 1x2 Plates in Dark Blush Grey. Außerdem gibt es dort auch diese coolen 1x3 Jumper Plates in Light Blush Grey und außerdem gibt es noch viele andere Spezialteile in Dark und Light Blush Grey. Und wir haben hier auch diese Minifigurenständer, das sind diese 3x4 Tile Modifieds mit 4 Noppen in der Mitte. Und dann gab es dort auch noch eine komplette Wand nur mit Dark und Light Blush Grey Teilen und das war richtig cool, da habt ihr richtig viel Auswahl. Dort habt ihr unter anderem eine große Auswahl an verschiedenen Plates in Dark und Light Blush Grey. Wie ihr vielleicht in meinem Haul Video gesehen habt, habe ich dort auch ganz viele Jumper Plates in diesen Farben genommen. Also bei dieser Wand mit ganz vielen grauen Teilen habt ihr da eine relativ große Auswahl. An Reifen habt ihr da auch eine echt große Auswahl, da habt ihr hauptsächlich große Reifen, aber auch ein paar kleinere Reifen sind dabei. Falls ihr irgendwie einen riesigen Bagger bauen wollt, dann habt ihr hier die richtigen Reifen. Hier habt ihr eine große Auswahl an 1x1 Bricks. Hinzu findet ihr dahinter auch noch ein paar andere Bricks, wie zum Beispiel 1x4er in Gelb oder 1x4er in Blau. Außerdem findet ihr in der Lego-Fabrik eine riesige Wand an Bricks und da habt ihr wirklich viel Auswahl, zum Beispiel 2x8 Bricks in Blau, 2x10 Bricks in Schwarz oder auch noch ein paar Spezialsteine in Tan. Falls ihr irgendwie Bäume oder Erde bauen wollt, habt ihr auch noch ganz viele braune Steine und hier habt ihr wirklich auch noch ein paar Spezialsteine zur Auswahl. Ganz viele Brick Modifieds mit Noppen an der Seite habt ihr hier. Und an 1x1 Plates habt ihr wirklich richtig viel Auswahl. Ihr habt da eine komplette Wand voll, nur mit 1x1 Bricks in allen möglichen Farben. Ich glaube, das waren irgendwie gefühlt 40 Farben. Also richtig viel Auswahl bei 1x1 Plates. Ich hatte ja schon braune Bäume erwähnt und jetzt habt ihr hier auch noch richtig viele braune Plates für Natur, alles Mögliche. Und die habe ich auch sehr gut in meinem Lego Star Wars Indoor Bunker oder in meinem ländlichen Bereich meiner Lego Stadt genutzt. Ich habe auch noch diese interessanten Jumper Plates gefunden. Das sind so 2 Jumper Plates in einem Teil. Interessant. Und direkt daneben waren noch diese Minifigurenständer in Schwarz. Liebe darf in der Lego Fabrik natürlich auch nicht fehlen. Hashtag LegoLove in die Kommentare bitte. An Türen und Fenstern wurde in der Lego-Fabrik auch nicht an Platz gespart. Da habt ihr wirklich viel Auswahl, sogar in rosa. An Scheiben gibt es natürlich auch transparente. Die Teile, die ihr dort kauft, werdet ihr dann in solche wiederverschließbaren Plastiktüten packen. Und für 100 Gramm zahlt ihr da ganze 9,99 Euro. Also für manche Teile lohnt sich das, besonders für Fliesen oder Pflanzenteile, aber für andere lohnt sich das dann eher weniger. Klassische 2x4 Bricks kosten da 23,2 Cent, das heißt, das ist für manche Farben teurer, aber für viele Farben auch relativ günstig. Falls euch interessiert, wie viel einzelne Teile kosten, dann schaut in der Videobeschreibung nach. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit coolen transparenten Teilen. Hier gibt es nämlich auch eine große Auswahl und diese Teile kann man gut verwenden, um irgendwas schweben zu lassen. Falls euch irgendwie Lego-Technik interessiert, ich habe keine Ahnung von Lego-Technik, aber da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Technikteile, wo Löcher drin sind, wo ihr dann eben Pins reinstecken könnt. Boah, und ich sag immer wieder, dass es hier wirklich viel Auswahl gibt, aber bei Plates haben wir etwas weniger Auswahl als bei den anderen, aber hier haben wir trotzdem viele Farben, weiß, tan, blau oder dark blush gray, alles mögliche an Plates 6x6. Pullybags könnt ihr in der Lego-Fabrik auch kaufen, aber wir fokussieren uns mal auf die Teile. Ja, und unter den Pullybags sind tatsächlich Teile, und zwar diese Purps und Clurps für Berge. Und darunter haben wir richtig coole Inverted Slopes
in Dark Blue Stray. Also, falls ihr irgendwie Berge baut, bekommt ihr die da richtig günstig. Hier findet ihr auch noch Teile, die erinnern mich so an diese Teile, die Bob Brickman als Stabilisierung an seinen Berg benutzt. Ich weiß nicht, wofür man die sonst verwenden kann, aber ich dachte, ich zeig's dir mal, weil ich zeig hier ja alle Teile aus der Fabrik. Hinzu haben wir hier auch noch eine Auswahl an Zäunen. Da gibt es weiße, da gibt es goldene, da gibt es schwarze, alles mögliche. Und diese Zäune, die sind, glaube ich, recht cool, wenn man die braucht. Es gibt sogar runde Zäune. Und hier findet ihr auch noch diese coolen Laternenhalter. Also Laternen braucht man auf jeden Fall in der Lego-Stadt. Ja, und ansonsten sind hier noch ein paar Zäune und hier hinten sind auch noch diese coolen Treppen. Und auf der Gegenseite von diesen Zäunen finden wir die Pflanzenteile und ich liebe diese Pflanzenteile hier. Hier gibt es diese Büsche in Dark Green und hier unten finden wir auch noch diese coolen Blätter, die drei Blätter haben. Ihr findet hier ganz viele dieser Leaf-Teile, die ich und ganz viele andere für Bäume verwenden. Und da gibt es sogar rosane Leaf-Teile. Und ihr findet hier unten auch noch coole Gräser in Grün, in Lime und auch in Olivgrün. Und außerdem finden wir hier auch noch diese kleinen Blätter und die kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Und sehr interessant, ihr bekommt diese Stängel Lego Leaves mit Blättern an der Kasse. 5 Euro circa 45 Stück, also die haben das da so eingetütet, damit nicht jeder da gleich drauf losstürmt, weil diese Teile, die sind so toll und davon habe ich auch viele mitgenommen. Bei den Pflanzenteilen gibt es auch noch verschiedene Stängel in Grün und es gibt diese Stängel sogar auch in Dark Orange. Dann finden wir hier auch noch die verschiedensten Teile. Ich gehe mal einfach mal mit der Kamera hier so drüber. Und an dieser Wand haben wir auch noch coole Prints, wie zum Beispiel hier. Und genauer habe ich euch die Prints in meinem Haul-Video gezeigt. Da gibt es sogar einen Donut. Es gibt Pokerkarten, es gibt Tastaturen. Es gibt so eine coole Schatzkarte und sogar einen Bienenstock, 2x2 Fliesen und die dazugehörigen 1x2 Fliesen mit Bienen drauf. Es gibt Cookies, eine Zeitung und es gibt sogar ein 2x2 Fliesen Lego Set. Es gibt Cookies auch noch in einer anderen Farbe und Schokolade und es gibt sogar Cheesy Slopes, wo Käse drauf ist. Das sind wirkliche Cheesy Slopes. Falls irgendwer einen abgeholzten Wald bauen will, für den sind hier die richtigen Teile. Hinzu gibt es auch noch einen Print, wo ein kleines Mädchen ein Bild gemalt hat. Ganz süß. Und es gibt sogar tatsächlich Boote, aber die kauft ihr im Stückpreis, also 15 Euro pro Boot, 50 Cent oder 1,50 Euro. Da gibt es verschiedene Preise, die werden dann dran stehen. An Booten gibt es auch noch Surfbretts und Paddel, ganz cool. Und wer eine komplette Achterbahn durch sein Haus bauen will, für den sind hier wirklich die richtigen Teile. Die kauft ihr allerdings auch im Stückpreis. An Tieren hat die Lego-Fabrik auch wirklich viel. Da gibt es Rochen, da gibt es Pferde, da gibt es Löwen, alles mögliche. Aber leider sind die da sehr teuer, weil das gibt es auch im Stückpreis. Zum Beispiel auch Pferde für 4 Euro oder Krokodile sind auch sehr teuer. Hier haben wir zum Beispiel auch die süßen Elefanten und hier wirklich meine Lieblingstiere, diese Schafe. Aber die sind sehr teuer, deswegen habe ich davon leider nichts gekauft. Falls ihr irgendwie Grundplatten für eure Mock sucht, hier gibt es 8x16 Plates, 16x16 Plates, 8x8 Plates und hier habt ihr wirklich eine große Auswahl. Aber 16x16 Plates kosten allerdings schon über 3 Euro. Ich habe es gerade ausgerechnet, diese 8x16 Plates kosten 1,70 Euro. Also auf Bricklink sind manche Farben vielleicht günstiger, aber hier sind teure Farben vielleicht günstig. Ja, ich glaube, ein paar von euch haben darauf schon gewartet. Die 1x2 Brick Modifieds mit Mauermuster, da habt ihr hier wirklich richtig viel Auswahl. Und es gibt diese Brick Modifieds sogar in 1x4. Und jetzt gehe ich mal mit der Kamera über alle diese Teile rüber. Die neuen weißen 1x2 Brick Modifieds sind weiß, gibt es hier tatsächlich auch. Und, das wusste ich tatsächlich nicht, es gibt diese Brick Modifieds auch in braun. Also wusstet ihr das? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Und natürlich dürfen diese Brick Modifieds auch nicht in rosa fehlen. Ja,
Wer braucht rosa? Und schon wieder viel Auswahl, und zwar bei den 4x4 Round Bricks mit drei Noppen. Hellgrau, dunkelgrau, weiß, alles mögliche dabei. Hier haben wir auch noch ein paar andere Sorten an Brick Modified, zum Beispiel hier die schwarzen mit Linien an den Seiten. Da euch ein paar dieser besonderen Teile vielleicht interessieren, gehe ich hier einfach mal wieder mit der Kamera rüber. Ja, und das waren auch schon alle Steine der Lego-Fabrik. Ja, 10 Minuten Video, die haben wirklich viel Auswahl. Hier seht ihr noch einmal ganz viele Bricks als Auswahl. Und außerdem gibt es in den Shops im Legoland auch noch diese Legoland-Exklusiv-Sets. Die reizen mich jetzt aber nicht so, weil das sind halt Standardteile, Standardfiguren. Deswegen reizen die mich nicht so. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich über einen Like freuen. Und ansonsten würde ich euch hier rechts mein Haul-Video aus der Lego-Fabrik empfehlen. Und damit war es das für das heutige Video. Ciao! Entschuldigung, aber das sieht von der Seite aus wie ein Hund.